Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Auf Wunsch von meiner lieben Zuschauerin Martina und mittlerweile schon eine gewonnene Freundin, mit der schreiben wir sehr viel auf Facebook, hat sie mich darum gebeten, Luba, zeig mal bitte, wie machst du den Backpflaumen? Naja, jetzt habe ich mir den letzten Pflaumen, was wir noch vom Baum holen könnten, habe ich jetzt 1,5 Kilo genommen und habe ich dann jetzt Backpflaume gemacht. Die kann man ganz normal natürlich einfach aufschneiden oder die Hälfte nur trocknen. Es geht dann natürlich viel schneller, wenn er nur die Hälfte trocknet. Aber wenn er dann ganz macht, dann dauert es mal ein bisschen länger. Ich schneide trotzdem es auf, nehme die Kern raus. Aber dann klappt die dann wieder zusammen, dass es so wie ganz ist. Mache ein bisschen, anderes als sonst. Nicht nur einfach in Dörrgerät reinlegen und trocken lassen. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich zeige euch Schritt für Schritt wie immer. Und die besonders lecker einfach so naschen. Darf man aber nicht zu viel naschen. Weil die schmecken so fast wie Gummibärchen, so Gelee-mäßig, wie so Bonbons. Das essen die sogar gerne Kinder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen und vielleicht einer oder die andere noch kann es nachmachen. Viel Spaß! Zuerst Pflaumen gut waschen, sauber machen und danach müssen wir auch ein Kern rausnehmen. Ich schneide es in die Mitte, mache auf und hole den Kern raus. Es kann man auf die Hälfte schneiden, aber kann man auch zusammenklappen und ganz lassen. Die Pflaumen aufschneiden ist auch gut, dass wir dann können gleich nachschauen, ob wir da kleine Bewohner haben. Aufschneiden musst ihr immer auf diese Strich. Dann liegt der Kern genauso gerade. Und die manche Pflaumen wollen gar nicht ihre Kern abgeben. Es sind auch schon ziemlich weich, die Pflaumen. Das sind schon letzte Pflaumen von Baum. Was mal kann man noch holen? Erstmal mache ich die alle fertig. So, Pflaumen habe ich jetzt alle vorbereitet, abgeschnitten, Kern rausgenommen. Und jetzt unsere Aufgabe, jetzt die Pflaumen schneller trocken zu lassen. Und dafür brauchen wir das bisschen mehr Saft aus den Pflaumen rausbekommen, dass die schneller trocken werden. Dafür nehme ich etwas Zucker. Ich habe jetzt hier ungefähr so 1,6 Kilo Pflaumen. Gebe ich 200 Gramm Zucker. Und vielleicht kann man auch weniger geben. Mal schauen. Weil die Pflaumen, was ich jetzt habe, wirklich sehr, sehr reif. Wird vielleicht sogar 100, 120 Gramm reichen. Ja, jede Pflaume ist schon im Zucker. Und lasse jetzt stehen ungefähr so eineinhalb, zwei Stunden, dass die richtig schön Saft lassen. Ich habe Deckel dafür, decke ich zu und zwischendurch kann man auch kurz umrühren, aber nicht zu toll rühren, dass wir die nicht komplett so kaputt machen. So, ich wiege jetzt ab, wie viel habe ich Zucker genommen. 100 Gramm, noch 92 Gramm noch übrig geblieben. Nur 100 Gramm und schaut ihr, jede Pflaumchen ist im Zucker und mehr brauchen wir das nicht. So, es sind jetzt zwei Stunden vergangen. Es kann man natürlich auch länger halten. Ich habe zwischendurch immer so geschüttelt. Mal so mal reingeguckt und auch mit meinem Silikonspaten mal immer so ein bisschen vorsichtig umgerührt. Es ist Saft gebildet, es ist aber nicht viel. Jetzt werden wir den Saft absieben. Und kurz nur diesen Saft aufkochen lassen. Das richtige Sirup geworden, richtig so zähflüssig.
Jetzt koche ich nur kurz auf. So, den Saft ist aufgekocht, gebe ich über die Pflaume. Dann heißer Saft holt noch mehr aus unserer Pflaumensaft. Und die Pflaumen werden so schön glänzen. Jetzt nochmal umrühren. Kann man kurz noch stehen lassen, so ein paar Minuten. Muss man jetzt nicht stundenlang es warten. Oder gleich schon zum Trockenlegen. Ich werde es im Dörrgerät trocknen und am besten liegen ein bisschen voneinander, dass die nicht miteinander kleben. Und am besten dann trocknen, wenn das Luft überall drumherum kommt. Trockne ich es bei ungefähr so 60 Grad, kann man bis 75 Grad gehen. Ich gehe dann ein bisschen auf das schonende Programm auf 60 Grad und dann mal schauen, wie viele Stunden wir das brauchen. Weil das sind die jetzt ja ganze Pflaumen. Es kann sein, dass es zwischen 6 und 8 Stunden wird das dauern. So, meine Lieben, habe ich jetzt aufgeteilt und dann habe ich überlegt, ich nehme lieber meine Silikonformchen, weil die haben hier Bord. Und wenn ich nicht dabei bin und jedes Mal muss ich da reinschauen, wenn vielleicht Saft austritt, dann mir nicht runtertropft. Deswegen habe ich jetzt alles auf die Matten gelegt. Davon habe ich bekommen 3 Stück. Und jetzt geht es in die Dörrgerät bei 60 Grad trocken. Zwischendurch musst du mal reinschauen, vielleicht muss man drehen, das werden wir mal sehen, wie es wird es auf die Silikonmappe sich so halten. Und diese Sirup muss man nicht unbedingt wegschütten. Es kann man noch was dazu geben, zum Beispiel Pfefferminze und nochmal aufkochen, richtig durch das feine Sieb durchsieben, dann habt ihr auch einen leckeren Sirup oder einfach so in Gläschen abfüllen und gleich die nächsten Tage mit Wasser einfach wegtrinken oder vielleicht mal Pfannkuchen macht und über die Pfannkuchen gibt. Das kann man schnell eigentlich anwenden. So, die Pflaumen waren im Dörrgerät knappe 6 Stunden bei 60 Grad. Die sind noch nicht richtig trocken. Die kann man noch nicht in Behälter oder in Glas reinmachen zum Aufbewahren. Die sind noch relativ weich, aber lecker, wenn man die probiert. Aber wenn die mal aufmacht, erst merkt man, die haben noch Feuchte drin. Und deswegen muss man die einfach noch ein bisschen nachtrocknen. Und gebe ich die auf den Gitter, dann ein bisschen besser es zirkuliert. Oder im Dörrgerät noch ein paar Stunden trocknen lassen. Oder heute zum Beispiel richtig schönes Wetter. Da werde ich die einfach auf dem Balkon nachtrocknen lassen. Ich stelle den Wäscheständer. Obendrauf lege ich natürlich diese Fliegennetz. Dann mein Blech mit den Dings und oben auch Gemüsenetz, dass sie keine Insekten drauf kommen. Und lasse erstmal auch draußen auf die Sonne trocknen. Und dann schauen wir, wie fertig sind die. Ich lege die jetzt alle drauf, weil hier kleben die und schlechte Zirkulierung von unten. Jetzt trocknet nichts, deswegen kann ich das wegmachen. Lege die einfach alle drauf. So, liebe Freunde, und dann sehen wir uns wieder, wenn ich fertig bin. 6 Stunden habe ich im Dörrgerät bei 60 Grad gehabt. Nun mal schauen, wie lange werde ich brauchen, dass er auf dem Luft es wird getrocknet. Das kann man auch bei Zimmertemperatur schon auch stehen lassen und einfach trocknen lassen. Dauert nur ein bisschen länger, aber das ist nicht schlimm. So, und jetzt bringe ich es erstmal nach draußen auf meine Konstruktion und lasse erstmal draußen noch trocknen. So, meine Lieben, meine Pflaumen waren die 5 Stunden im Dörrgerät und dann war schon sozusagen Nacht, habe ich über Nacht nicht laufen lassen und dann am nächsten Tag war ein sehr schönes Wetter. Und 2 Tage habe ich auf dem Balkon auf meinem Wäscheständer einfach draufgelegt, Netz, Fliegennetz drumherum und trocken lassen. Und heute ist jetzt schon der 3. Tag. So, gestern habe ich schon ein Glas rausgenommen und in Glas gepackt,
was mir schon gut gefallen. Es sind nur ein paar einzelne, welche sind noch richtig so weich sind. Die lasse ich einfach nur bei Zimmertemperatur einfach weiter trocknen. Die werden nicht schimmeln, braucht ihr keine Angst zu haben. Und die restlichen, welche merke ich, dass die schon gut sind, die dürfen nicht natürlich übertrocknen, dass die so knochenhart werden. Die sollen trotzdem noch weich sein, schön sein. So nehme ich die Honiggläser, mache die da rein und die ganz, ganz weiche lasse ich noch ein bisschen liegen. Und die kleben auch nicht zusammen. Schaut ihr. Ich habe gestern reingemacht und lagere ich aber im Kühlschrank. Ich habe noch nicht probiert, auf den Regal das zu lagern. Mache ich immer in den Kühlschrank, weil ich habe zwei Kühlschränke. Das lagert sich wirklich sehr, sehr gut. Und kann man zum Backen nehmen, kann man in Müsli reinmachen. Einfach so nur naschen. Oder zum Beispiel, wenn man Verstopfung hat, dann kann man auch ein paar Flömchen essen. Hilft auch dazu. Zu viel essen würde ich natürlich nicht raten. Es ist wie auch beim Allen, es muss man nicht unbedingt übertreiben. So, liebe Freunde, das war's doch schon. Es hat etwas länger gedauert, aber ich wollte nicht unbedingt so viel Strom verbrauchen, wo das draußen schönes Wetter, noch schöne paar Tage sind. Schaut ihr, richtig schön. Kleben tut sie nicht richtig zu Fina. Etwas leicht klebrig, weil es ein bisschen zuckerig ist. Aber sonst ist kein Saftaustritt und innen drinnen, die sind schön weich, aber nicht so direkt, das kann man sagen, feucht. Wenn euch mein Video gefallen, würde mich sehr, sehr freuen über eure Kommentare oder vielleicht für eure Tipps, wie ihr das macht mit den trockenen Früchten. Natürlich für Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiterteilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. So, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.